Die neue Loot-Chest oder ja, die aktuelle Loot-Chest war bei mir im Briefkasten. Ja, im Briefkasten war sie nicht, ist ein bisschen zu groß dafür. Die hat der Paketbote vorbeigebracht. Ja, und ich würde mal sagen, öffnen wir sie jetzt mal hier gemeinsam in diesem Set noch, in diesem Unboxing, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich habe hier einen Holzbrieföffner und damit werde ich hier mal ordentlich mal schon mal hier versuchen, die Plastik hier abzumachen. Et voilà. So, dann gucken wir mal, wo wir sich aufkriegen. Das ist meine erste Loot-Chest. Und ja, da geht sie auf. Da öffnen wir sie mal. Und da haben wir sie offen. So, hier haben wir wieder die volle Dosis Stuff, Merch, Zeug. Und als erstes fällt mir hier auf, ich habe hier eine Art Süßigkeit, scheint das zu sein, oder irre ich mich da? Beast Butt Cotton Bubble Gum. Okay. Öffnen wir es direkt mal. Die Schere muss her. Was haben wir denn hier? Mal dran schnuppern. Das riecht nicht gesund. Wir haben hier so eine pinke Masse, so eine Art Zuckerwatte, so ein bisschen. Das kann man essen? Ich probiere es mal. Schmeckt süßlich nach so ein bisschen Himbeere. Und das Bild auf der Vorderseite lädt auf jeden Fall dazu ein, es zu essen. Auf jeden Fall. Okay. Werde ich vielleicht mal meinen Schwestern anbieten. Vielleicht mag einer von denen das. Und hier haben wir schon eine. Boah, hängt mir jetzt zwischen den Zähnen dieses Fell. Harry Potter Slytherin Schlüsselanhänger. Nice. Stehe eher auf so kleinere Schlüsselanhänger, nicht so klumpige große. Aber ja. Sieht ganz gut aus, hier aus Gummi gefertigt. Scheint Gummi zu sein, ja. Mit so einem Ring-Anhänger oben dran. Ja. Was steht da? Rubber Way Chain. Okay. Und hier haben wir, wie ich mir sagen lassen habe, in jeder Box das obligatorische T-Shirt. Sogar in der richtigen Größe. Haben sie angegeben. Da haben wir hier brutal ausgepackt. Ich habe tatsächlich in der Tat gerade T-Shirt-Mangel. Das heißt, kommt nur gelegen, dass hier ein T-Shirt drin ist. Also wie wird der Simian Flu Pandemie und all eh gut, was ist dann der T-Shirt? I survived the Simian Flu Pandemic and all I got was this damn dirty T-Shirt. Okay, das mache ich mal beiseite. Sieht
ganz am Boden haben wir. Oha! Ein The Legend of Zelda Triforce, ein Dreieckskissen. Okay, Loot Chest exklusiv oder was? Ja, ungefähr. Gleich mal kuscheln. Ja, nice. Eine Avengers Marvel Age of Ultron Spielfigur, Action Minifigur. Warnung, da steht Achtung. Was Achtung? Nicht für Kinder unter 3 Jahre. Ja, nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. Doch. Soll ich euch was sagen? Ich kenne das nicht. Tut mir leid, aber Marvel sagt mir nichts. Oh, hier die Loot Chests. Dingens Zeitschrift. Und die T-Shirts-Erklärung und Sammelfigur-Erklärung. Ah, Spitzenklasse. Und wer ist das? Featured Channel Papuns 3D. 3, nee, 3L. Aha. Kommt aus Schweden. Ach, ein Twitch-Channel. Okay. Werbung, also. Ja, nice. Und am Boden der Box hier, ganz am Ende, haben wir hier noch eine wundervoll gezeichnete Sonic-Plakat-Sache hier aus festem Druckpapier. Nice, das kommt gleich auf mein Regal. So, alles nochmal schnell zurück in die Box hier. So. Ich habe mir gedacht, damit ihr nicht ganz leer ausgeht, verlose ich jetzt diesen Schlüsselanhänger, den Slytherin Schlüsselanhänger und diese Marvel's Avenger Ultron Spielfigur. Wer sie haben möchte, schreibt in die Kommentare, wieso er sie haben möchte und warum er oder sie die richtige für diesen Stuff ist, und ja, per Zufallsgenerator wird es dann aus allen Kommentaren, falls welche kommen, der Gewinner ausgewählt, und ja, der darf sich dann über entweder einen Schlüsselanhänger oder eine Actionfigur von Marvel Avengers Age of Ultron freuen. Ja, ansonsten war es das von diesem Loot Chest Unboxing hier. Und den neuen Stuff habe ich mal direkt an der Wall of Nerdness platziert, hier auf dem Schrank. Ja, da wird es eventuell das nächste Jahr etwas voller. Ja, so viel dazu. Daumen mich nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwerg was verpassen wollt. Noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein.